da bist du ja, mein Schatz. Komm zu Mom. Oh, meine Ohren. Harley, ich bin dein größter Fan. Hey, kannst du nicht ein bisschen leiser sein? Wow, sieh dir nur all das Geld an. Oh, was für ein toller Geruch. Es riecht nach Reichtum. Hey, was ist hier eigentlich los? Hi, weg mit den Waffen. Warum zwingst du mich nicht? Oh, okay, spür meinen Schläger. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, wirklich? Ich fühle mich nicht so gut. Geh weg von Harley. Harley, wach auf. Schlechte Nachrichten, Laurie. Es sieht so aus, als läge Harley im Koma. Nein, 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 das kann nicht sein. Es muss doch einen Weg geben, das in Ordnung zu bringen. Ich weck dich ab, Harley. Ich schwör's. Das hätte ich nicht tun sollen. Aber so einfach gebe ich nicht auf. Komm. Was tust du denn da? Sie muss sich ausruhen. Sie hat keinen Puls. Ah, die sind scharf. Ich rieche Blut. Oh, ist Harley schon aufgewacht? Ich bin wach und ich fühle mich unglaublich. Yay! Warte auf mich. Ich werde den Verbrecher finden. Sei nicht so aufgeregt. Wir brauchen für diesen Fall den besten Officer. Das ist Tyler Green, der beste Ermittler. Die Kriminellen von Wow City zittern, wenn sie seinen Namen hören. Eine blaue Haarlocke. Es muss ein Mädchen sein. Etwa 19 Jahre alt. 1,70 groß, schätze ich. Ah, da ist noch ein Hinweis. Wo könnte sie sein? Autsch! Und dann ist da noch diese seltsame Blutspur. Oh, mein Fehler. Gut, beschreib den Übeltäter. Sie hatte riesige Reißzähne. Sie war so gruselig. Ist sie das? Ja, so in etwa. Weißt du was? Ich zeichne sie für dich. Hier, bitte. Danke, dass du uns bei den Ermittlungen hilfst. Jetzt werde ich dich endlich zur Strecke bringen, Harley. Das war das beste Nickerchen aller Zeiten. Au, das tut so weh. Ich kann nicht glauben, wie hell das Sonnenlicht ist. Willkommen in meinem Zuhause, Harley. Was war das denn? Wow, sieh dir nur diese Reißzähne an. Was bedeutet das? Ich muss nachforschen. Du hast lange Reißzähne und liebst Blut. Ja, Blut ist so lecker. Du hast auch Angst vor dem Sonnenlicht. Das bedeutet, dass du ein Vampir bist. Ein Vampir? Naja, das erklärt alles. Welche Kräfte haben Vampire? Oh, sie können sich in Fledermäuse verwandeln. Harley, was machst du da? Hey, immer mit der Ruhe. Du könntest dich verletzen. Harley? Harley! Oh ja, das ist so cool. Yeah! Oh nein, nein, nein! Das hat tatsächlich funktioniert. Wo könnte sie sich nur versteckt haben? Puh, das war so cool. Sieh dir nur deine Haare an. Das ist so albern. Oh oh, wir haben ein Problem. Kannst du dich selbst sehen? Ich werde einfach weitermachen. Gut, bleib hier. Und pass auf die Cops auf. Klar. Oh, dieser Job ist so langweilig. Hey du, hast du diese Person gesehen? Ich glaube nicht. Das ist aber schade. Sag mir Bescheid, wenn du sie siehst. Klar. Was ist hier eigentlich los? Was für eine Art Magie ist das? Oh Mann, ich liebe es, Sachen zu stehlen. Hi, es ist niemand da. Vampire werden durch Silber verletzt? Das hört sich gar nicht gut an. Ganz ruhig. Ich kümmere mich um dich. Nein, nein, nein. Au, mein
meine Hände sind verbrannt. Harley, was machst du denn da? Hier findet dein Raubüberfall statt. Hey, wieso seid ihr eigentlich zu zweit? Es wird Zeit, dass ich loslege. Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. Okay, bleib stehen. Du bist verhaftet. Hey, das kannst du doch nicht machen. Ich habe nichts gestohlen. Guten Morgen, Officer. Hast du dieses Mädchen schon mal irgendwo gesehen? Sie ist eine gesuchte Kriminelle. Nein, leider nicht. Ich habe einfach kein Glück. Meld dich bei mir, wenn du sie siehst. Und viel Spaß noch. Das sieht aber verdächtig aus. Wahrscheinlich ist das nichts Wichtiges. Lowry, ich bin hier, um dich rauszuholen. Gib mir deine Hand. Au, so wird das aber nicht funktionieren. Vielleicht helfen uns ja deine Vampirkrallen weiter. Ich kann es ja mal versuchen. Jetzt lass uns den Laden aufmischen. Du bist die Beste. Ups. Psst, weck den Officer nicht auf. Puh, wir sind gerade noch mal davongekommen. Ups. Bleibt stehen. Du machst einen Fehler. Oh, verstehe. Wenn das so ist, sollte ich zurück in meine Zelle gehen. Deine Vampirhypnose ist so mächtig. Puh, das war erfrischend. Officer Adam? Ja, das bin ich. Ich kann nicht glauben, dass ich sie hab entkommen lassen. Hey, willst du mich einfach hier lassen? Was machen die hier eigentlich? Wow, sieh dir nur all die Sachen an. Ich will sie alle anprobieren. Diese Sterblichen und ihre Trends. Batman? Oh nein. Nimm das. Nimm du das. Hilfe. Autsch. Mein Ohr. Ha. Oh, wie findest du dieses Outfit? Dann sieh dir das an. Hey, was ist passiert? Ich bin angezogen wie du. Und du bist angezogen wie ich. Oh, ich will kein Bad Girl sein. Was habt ihr zwei denn vor? Ich rufe die Cops. Diese Stadt schreit nach Gerechtigkeit. Und ich werde mich darum kümmern. Was ist mit dem Kerl los? Oh, Harley höchstpersönlich. Endlich sehe ich dich mal live. Sieh dir diesen Hoodie an. Sei still. Officer, du machst einen Fehler. Erzähl das dem Richter. Aber ich habe den Beweis. Schau, ich bin wirklich Batman. Harley hat versucht, mich reinzulegen. Oh, ich glaub's nicht. Wir müssen sie verfolgen. Was machen wir jetzt? Oh, ich weiß. Wir können den Kerl ein für alle Mal loswerden. Vertrau mir einfach und lass mich das machen. Alle Hinweise haben uns direkt zu Harleys Haus geführt. Endlich haben wir sie aufgespürt. Dann überlasse ich dir den Rest. Viel Glück. Gut, ich darf keine Zeit verlieren. Nimm die Hände hoch, Harley. Harley? Welche Harley? Es sind nur ich und meine Freundin hier. Und wir sind beide spät dran für die Schule. Autsch, wie gemein. Wo bin ich? Sieht aus wie ein Schönheitssalon. Oh, sie ist so hübsch. What? Ich wünschte, ich könnte so aussehen wie sie. Wow. Oh, es gibt sogar Richtlinien dafür. Der erste Schritt ist also, deine Haut zu säubern? Was könnten die damit meinen? Jetzt verstehe ich es. Ich muss diese Pickel loswerden. Du wirst uns nie los. Bleib weg. Nimm deine Hände von mir. Oh, du hast es geschafft. Ich aktiviere den Klonmodus. Du wirst es bereuen, dass du dich mit mir angelegt hast. Ha, es hat geklappt. Oh nein, jetzt gibt es noch mehr von ihm. Dich habe ich gesucht. Enttäusch mich nicht. Jetzt seid ihr dran.
Da bist du ja. Hey, kannst du das lassen? Zeit, sich zu verabschieden. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich sehe dich. Runter von dem Gesicht. Hey, wo versteckst du dich? Komm raus, du Feigling. Ha, hab dich. Du kannst nicht von mir weglaufen. Und? Hat es geklappt? Hat es! Ja! Alles klar. Saubere Haut. Check. Was steht jetzt nächstes auf der Tagesordnung? Mal sehen. Oh, seht euch diese fiesen Mitesser an. Lasst uns eine kleine Party feiern. Ich muss sie loswerden. Oh, nee, das wird nicht gehen. Das auch nicht. Oh, wo kommst du denn her? Ich glaube, das könnte funktionieren. What? Ja, das müsste hinhauen. Glaub ich. Brauchst du Hilfe bei deinen Mitessern? Ich mach das schon. Ah, da sind sie. Die Party ist vorbei. Das kannst du doch nicht machen. Hilfe! Hilfe! Rettet uns! Na gut, mal sehen. Ah, eklig. Goodbye. Oh, es juckt so. Was ist nur los mit mir? Oh nein, alles nur nicht das. Sieht ein bisschen aus wie Schokolade. Ja, ich habe mein Mittagessen total vergessen. Hm, so gut. Oh nein, mein Zahn. So, jetzt haben wir ein bisschen Spaß. Los geht's. Diese Zähne sind hinüber. Das ist jetzt unser Revier. Teil gemacht. Ah, oh, es tut so weh. Oh, oh, das kann nicht sein. Was ist hier überhaupt los? Ah, das brauche ich. Danke, dass du aufgetaucht bist. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zahnpasta und... Das ist die Mundhygiene-Inspektion. Ich habe hier Papiere für eure Verhaftung. Wir verschwinden von hier. Das ist schon viel besser. Gut, das war's. Oh, das ist unglaublich. Aber meine Zunge könnte sauberer sein. Na dann, kümmere ich mich auch darum. Siehst du, was ich sehe? Ja, absolut eklig. Dann wird es Zeit, mit dem Putzen anzufangen. Auf geht's! Puh, geschafft. Und jetzt wird es Zeit für den aufregendsten Teil. Lasst uns einen kleinen Wettbewerb veranstalten. Komm schon, schneller! Schneller! Teil gemacht! Oh, dieses Piercing steht mir super. Mal sehen, was jetzt kommt. Oh, ein Schnurrbart? Was meinst du damit? Oh, stimmt. Was soll ich jetzt machen? Was meinst du? Oh, wow, das Ding ist so cool. Aber dich brauche ich jetzt. Du hilfst mir bei meinem Makeover, stimmt's? Na dann mal los. Hi. Ich will meine Haare gestylt haben. Es soll schön modisch werden. Klar. Hey, das ist ein bisschen zu viel. Das wird nicht reichen. Lass uns weitermachen. Wow, du bist wirklich wählerisch. Aber ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Vertrau mir einfach. Hatschi. Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Das ist genau das, was ich wollte. Echt? Na dann. Das war's. Ja. Mein Schnurrbart ist weg. Hatschi. Oh, mein Fehler. Hatschi. Oh, ich wollte das nicht, wirklich. Du kannst doch nicht einfach so etwas tun. Sorry, aber ich werde dich jetzt gehen lassen. Wie konntest du nur? Also gut, ich schaff das. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Du musst also etwas putzen, ja? Okay, ich bin dabei. Ha, du hast dich mit dem falschen Typen angelegt. Es wird Zeit, dass du meine Schere kennenlernst. Wie gefällt dir das? Oh, keine Sorge. Oh, das hättest du nicht tun sollen. Du warst eine tolle Hilfe. Jetzt kannst du dich ausruhen. Und noch ein letztes Detail. Hey, das Makeover klappt bisher ganz toll. Oh, komm wieder her. Oh,
Seht euch diese vielen Haare an. Das geht so nicht. Es ist Zeit für Harley, an die Arbeit zu gehen. Und du hilfst mir dabei, ja? Ich brauche eine Menge Schaum. Lass uns anfangen. Hm? Denk nicht mal dran. Diese Beine sind unser Revier. Ha, echt jetzt? Ich werde euch so oder so entfernen. Ha, das würden wir gerne sehen. Nimm das! Jetzt sitzt du in der Falle. Gib auf! Ha? Wo ist der denn? Okay, Zeit für Runde 2. Jetzt seid ihr dran. Au, das tut weh. Ich brauche ein Pflaster. Oh, das sieht nicht gut aus. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Aber ich bin ein Profi. Vertrau mir. Also gut, ich bin hier fertig. Ah, die Luft ist rein. Lass dir ein oder zwei Tattoos verpassen. Das ist wahre Kunst. Ah, ich habe nichts getan. Hey, bleib stehen. Das war ein Erfolg. Meine Beine sind jetzt so glatt. Und jetzt ist es Zeit für... das Make-up. Sehr schön. Oh, ist das für mich? Ja. Danke. Ich fange mit dem Hautton an. Das kann doch nicht so schwer sein. Also gut. Applaus für den Champion. Macht euch auf ein unglaubliches Erlebnis gefasst. Ich bin konzentriert. Oh, nur noch eine Sache. Der Champion muss sich mit einem Foundation-Smoothie aufladen. 3, 2, 1... Los! Juhu! Hey, das hat wirklich geholfen. Ich sehe jetzt aus wie ein echtes Supermodel. Der nächste Schritt ist der charakteristische Lidschatten. Komm schon! Schwebe wie ein Schmetterling. Ja, los! Mach schon! Sei kein Weichei! Das hast du toll gemacht! Wir haben Harley wirklich geholfen. Ich glaube, ich habe ein echtes Talent für so etwas. Au! Oh, ich habe dich nicht vergessen. Du bist dran. Wie kann ich dir helfen? Alles, was ich brauche, ist ein kleiner Kuss. Oh, Träume werden wahr. Nein, noch nicht. Konzentrier dich. Rot kommt nie aus der Mode. Wir passen jetzt so gut zusammen. Das gibt's doch nicht. Oh, das darf nicht wahr sein. Du bist so süß. Nicht schlecht, aber deine Haare. Oh, du hast recht. Ich werde mich für dich umstylen. Oh, das darf nicht wahr sein. Meine Haare sehen schrecklich aus. Ah, das tut weh. Jemand muss mir helfen. Ich stecke hier fest. Mal sehen, was du von dem hier hältst. Ein bisschen von diesem Zeug und dann sind wir fertig. Sieht so aus, als hättest du dich hier verheddert, was? Ah, sei vorsichtig. Danke für deine Hilfe. Ich wähle rot. Oder blau? Ich wähle einfach beides. Zeit loszulegen. Oh, darauf habe ich gewartet. Rot und blau passen toll zusammen. Puh, geschafft. Oh, da bist du ja. Das ist ja schick. Und ich brauche noch ein paar Accessoires. Na, wie sehe ich aus? Sag's mir nicht. Schön böse, oder? Aber jeder Bösewicht braucht ein schickes Kostüm. Kümmern wir uns auch darum. Was soll ich wählen? Oh oh, nicht so schnell. Oh, da ist ja mein Outfit. Perfekt. Und das sind auch noch Accessoires. Ich beeile mich und ziehe alles an. Mit Netzstrumpfhosen kann man auch nichts falsch machen. Yay! Oh, du siehst toll aus. Pass auf. Oh, nein, 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 nein. Wag es ja nicht. So, jetzt komme ich. Nimm das, du Schurke. Nein, nein. Verschone mich, bitte. Ja. Harley, rette mich, bitte. Wow, das war aber ein langes Nickerchen. Hey du, fliegende Ratte.
Rühr dich nicht von der Stelle. Oh, ich habe eine Idee. Hey, Batman. Harley, sieh dir diesen Zaubertrick an. Das kann nicht sein. Jetzt hab ich dich. Ich wünschte, ich könnte mich in einen echten Batman verwandeln. Was sollen wir jetzt tun? Das fragst du mich? Obwohl... Ja. Das wird ja immer verrückter. Cool, jetzt kannst du auch fliegen. Wow, das ist unglaublich. Ah, warum hat mich niemand von den Schattenseiten gewarnt? Ha, das geschieht dir recht, Fledermauskopf. Der beste Vampirjäger von Tomb City hat immer zu tun. Zielgesichtet. Vorbereiten zum Angriff. Hey, suchst du Ärger? Mal sehen, wie dir das gefällt. Oh, dafür wirst du bezahlen, du Clown. Mach dich bereit, du. Oh, mach dich bereit für die Macht meiner Anti-Vampir-Waffen. Au, mein Fuß. Es tut so weh. Meint ihr das ernst? Ihr findet das wohl lustig, was? Hier, kostet etwas Knoblauch. Ah, dieser Typ ist verloren. Hey, mach es nicht, einfach wegzugehen. Joker, das darf nicht wahr sein. Ich schaff das nicht allein. Oh, wenn du dich jetzt sehen könntest. Oh, komm einfach mit, du. Hier, schau mal. Auf keinen Fall. Und wenn wir etwas anderes ausprobieren? Ich kann das nicht glauben. Vielleicht liegt es an der Kamera. Oh, ich habe eine Idee. Los geht's. Du bleibst hier. Ich werde heute die ganze Arbeit machen. Was ist das denn? Ups, mein Fehler. Ich bin wirklich tollpatschig. Ich verstehe das nicht. Ich wusste es. Geister gibt es wirklich. Wow, was für ein cooler Speer. Oh, hier ist der Safe. Komm her, du. Ich rufe die Polizei. Ich werde dir helfen, Harley. Oh, oh, die Polizei. Zeit zu verschwinden. Du hast das Recht zu schweigen. Na gut, ich wetze nur noch meine Messer. Autsch, das tut weh. Blut, endlich rieche ich Essen. Komm her, mein Leckerbissen. Wo willst du denn hin? Warte. Hey, warum machst du das? Da bist du ja. Du kannst nicht von mir weglaufen. Dieses Kissen brauche ich. Hab dich. Autsch. Hey, lass das. Sorry, aber ich kann jetzt nicht. Ha, nächstes Mal ziehst du besser. Jetzt komme ich. Oh, fast hätte ich vergessen, dass ich mit einem echten Blutsauger zusammenlebe. Oh, oh, das sieht ziemlich übel aus. Harley, ich habe etwas für dich. Hey, wo bist du? Mein Vampir ist satt. Und mein Finger ist noch dran. Es gibt nichts Besseres als ein Date mit der Liebe deines Lebens. Wo bist du, Joker? Au, das tut weh. Folg einfach meiner Stimme. Was glaubst du denn, was ich hier mache? Ups, das kann ja mal passieren. Ah, da bist du ja. Ich hab dich gefunden. Du küsst Batman? Das geht zu weit. Sorry, das wollte ich nicht. Naja, egal. Willst du ein paar Austern? Nein, danke. Aber du liebst sie doch. Aber du willst meinen leckeren Cocktail, stimmt's? Naja, den kann ich ja mal probieren. Bäh. Was ist denn mit dir los? Hat jemand eine Pizza bestellt? Oh, das ist schon besser. Das Essen ist serviert. Ruhig, ganz ruhig. Guten Appetit für dich und mich. Harley, schau mal, was ich im Garten gefunden habe. Gucci-Gu, möchtest du einen Snack haben? What? Was ist das? Das ist unser neues Haustier.
Ist der nicht süß? Unser Haus stinkt wie ein nasser Hund. Ach, komm schon. Lernt euch doch erstmal kennen. Ich kann dich nicht leiden. Und sieh mich nicht so an. Oh, oh. Heute Nacht ist Vollmond. Ich wusste es. Du bist ein Werwolf. Ah, hör auf damit. Du jagst mir Angst ein. Du wirst bald viel mehr als nur Angst haben. Jeder weiß, dass Vampire und Werwölfe Feinde sind. Puh, ich glaube, ich bin sie los. Hilf mir, Herrchen. Oh, was ist denn hier los? Bobo, was hast du mit ihm gemacht? Du kannst deine Haustiere nicht so behandeln. Was stinkt denn hier so? Tut mir leid. Tja, ich glaube, es ist Zeit für dein Abendessen. Leider wird auch ein Superschurke irgendwann alt. Hey, alles Gute, Joker. Wünsch dir was. Oh, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Lass es uns noch einmal versuchen. Komm schon. Du schaffst das, Joker. Genau wie in den guten alten Zeiten. Das war's. Ich hasse Kerzen. Oh, wow. Joker. Oh, nein. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Es tut mir so weh, dich so zu sehen. Aber was wäre, wenn ich... Bis dass der Tod uns scheidet. Und darüber hinaus. Oh ja, es hat geklappt. Du bist wieder jung. Komm schon, lass uns gehen und die Welt erobern. Nur eine Sekunde. Alte Gewohnheiten lassen sich wohl nur schwer ablegen. Ist das dein Ernst? Komm schon, steh auf und zeig's ihnen. Los geht's. Der Laden wird sich nicht selbst ausrauben. Geld und Gold, jetzt. Du willst dich nicht mit diesem Paar anlegen. Alles läuft nach Plan. Alles, was noch fehlt, ist eine kleine Überraschung. Pranker wird so begeistert sein. Hände hoch. Was ist hier noch los? Das sieht verdächtig aus. Paddin, du hast es richtig gemacht. Du wirst ein Papa. Das sind tolle Neuigkeiten. Es wird einen weiteren Superschurken in der Familie geben. Warum stehst du nur da? Klatschen und jubeln. Komm schon, Schatz. Du musst so müde sein. Werdende Mütter schlafen sehr wenig. Die Hauptsache ist, dass du Hardy nicht störst. Das ist alles, was ich brauche. Schatz, beweg dein Bein nach hinten. Und gute Nacht. Aber süße Träume sind heute Nacht aus. Vor Hardy ist Wynn ihr größter Feind. Noch ein bisschen mehr und Bad Boy wird seine guten Taten beichten. Ups, mein Fehler. Es ist nicht Bad Boy, es ist ihr geliebter Paddin. Und er hat im Moment eine Menge Ärger. Aber das Kitzeln hilft immer. Hardy, das ist nur ein Albtraum. Aber der Traum geht weiter. Du kannst nicht entkommen, Bad Boy. Nimm das. Wer ist da? Es ist klar. Hardy kämpft wieder gegen jemanden. Lass sie ihren Spaß haben. Das ist kein Scherz. Hardy, gib es mir. Und jetzt lass uns ins Bett gehen. Jetzt wird die Geliebte nicht mehr schlafwandeln. Was? Es ist schon morgen? Das geht nicht. Guten Morgen, Pranker. Warum sind mir die Hände gebunden? Wie auch immer. Kopf hoch, Pranker. Schau dir diesen Morgen an. Wenn du es sagst, Schatz. Eine Superheldin muss immer in Form bleiben. Und Harley hat eine Yogastunde. Ich muss mich harmonisch bewegen. Oh, ich glaube, es hat angefangen. Chaos-Energie ist die beste Quelle für Zen für einen Superschurken. Wie gut, dass Pranker ihr immer den Rücken frei hält. Schatz, du bleibst doch heute Abend nicht lange weg, oder? Aber Paddin steckt in ernsten Schwierigkeiten. Der Feind ist am Gewinn. Hilfe! Das ist alles so ein schlechtes Timing. Aber der Pranker fragt. Bin auf dem Weg. Ja. Ja, die Atmosphäre vom Chaos ist nicht mehr dieselbe. Lass ihn los. Problem beseitigt. Ich stimme dir zu, Pranker.
Du gerätst immer in Schwierigkeiten. Und heute Abend gibt es Leckereien zum Abendessen. Bedien dich, Schatz. Hm, köstlich. Aha. Hardy hat kulinarisches Talent. Hier ist dein Tee. Hm? Was ist das, Pranker? Hardy, das gehört dir. Lüg mich nicht an. Das war's. Du ziehst bei deiner Mutter ein. Stimmungsschwankungen in der Schwangerschaft sind zu viel. Warum wurde Hardy so wütend? Halte durch, Pranker. Denk nicht mal dran, Hardy. Ich werde beweisen, wer von uns beiden recht hat. Pranker hat jetzt 2 Küsse. Und sie sind identisch. Der Streit hat sich von selbst gelöst. Die schwangere Hardy Wynn wurde so unaufmerksam. Dein Tee, Darling. Ich räume in der Zwischenzeit auf. Heute Abend gibt es einen Filmabend. Und mit Popcorn wird die Lieblingssendung im Fernsehen gleich viel interessanter. Aber du kannst die Limonade schon spüren. Oh. Oh, ich muss rennen. Hardy, ich brauche nur 1 Minute. Aha. Aber es ist gar nicht so einfach, in den begehrten Raum zu kommen. Mach Platz für eine schwangere Frau. Hm? Aber du musst lange warten. Sehr lange. Wie lange? Hier bin ich, Pranker. Oh nein, ich muss zurück. Ich bin gleich wieder da. Die Nerven liegen blank. Und Pranker hat schon einen Plan parat. Und das Problem ist gelöst. Hardy ist auch bereit, die Filmsession fortzusetzen. Wenn sie nur einen Schluck Limonade haben könnte. Hardy, hör auf. Du kannst keine Limonade haben. Das ist schlecht für das Baby. Wie lange denkt Pranker schon so mit? Uff, das war knapp. Und es ist Raubnacht. Hilfe wird nicht kommen. Mach dir keine zu großen Hoffnungen. Bald werden die Superschurken reich sein. Hier gibt es eine Menge Geld. Kannst du nicht leiser sein, Junge? Du machst mich nervös. Aber es drohen ernsthafte Probleme. Erwischt. Es ist die Polizei. Die Bösen können nicht entkommen. Sie können nicht mit Handschellen umgehen. Aber Hardy hat eine kühne Idee. Ah, ich muss ins Krankenhaus. Es ist dringend. Keine Panik, Ma'am. Atmen Sie. Das Gefängnis wird gestrichen. Wir gehen in die Entbindungsklinik. Schatz, das ist eine gute Idee. Du bist die beste Schauspielerin. Kannst du nicht schneller fahren? Das Baby kommt gleich auf die Welt. Juhu, wir sind da. Aber die Polizei hat einen Notruf. Die Eltern können es von hier aus übernehmen. Hurra, die Gefahr ist vorbei. Sie haben die Polizei getäuscht. Sie können jetzt nach Hause gehen. Warte, ich glaube, es hat angefangen. Echt jetzt? Es ist gut, dass das Krankenhaus in der Nähe ist. Hardy, es wird alles wieder gut. Du schaffst das. Und Daddy macht sich schon große Sorgen. Warum dauert das so lange? Hier ist Mami. Pranker, ich bin hier. Das ist unser Sohn. Auf keinen Fall. Was für ein Verrat. Hab ich dich, Paden? Das ist ein Scherz. Jetzt sieh dir unser Baby an. Und das wird sogar den Superschurken berühren. Ich wünschte, wir hätten keine nassen Überraschungen. Die Familie ist bereit. Wir können jetzt nach Hause gehen.